Zeit, bevor sein Atem, seine Armee aus wilden Mimigas komplett ist. Danach kannst nicht einmal du ihn noch stoppen. Wir haben keine andere Wahl als zu fliehen. Ich dachte, wenn wir doch nur einen Himmelsdrachen hätten, könnten wir vielleicht entkommen. Deshalb bin ich hierher gekommen. Und nun ist mein Drache geschlüpft. Willst du mit mir fliehen? Wir können mit ihm fliehen. Dann ist allerdings das Spiel für uns vorbei. Und wir sehen den letzten Boss nicht. Das heißt, wir fliehen nicht mit ihm. Verstehe. Denn es ist, weißt du, es gibt vielleicht noch einen anderen Weg, wie wir die Mimiga wieder in ihren natürlichen Zustand versetzen können. Du könntest den Kern der Insel zerstören. Wenn du das allerdings machst, wird die Insel wahrscheinlich zerfallen. Eine riskante Wahl, nicht wahr? Ja, und das ist unser Ziel, das wir jetzt haben. Nun, so oder so, wir wissen nicht einmal, wo der Kern ist. Wenn du das versuchen möchtest, kann ich hier warten. Aber denk daran, wenn die Situation gefährlich wird, muss ich fliehen ohne dich ab. Muss ich ohne dich abhauen. Irgendwie so. Ja. Hier waren wir ja schon mal, haben gemerkt, ein kalter Luftzug hier. Und die Musik ist so geil. Da ist der Himmelsdrache, der wartet ja mit mir. Oder auch mit. So, wir können einmal hier runtergehen. Ich weiß aber nicht mehr, ob hier was Interessantes ist. Ach Gott. Wer sind Sie, Mister? Wo ist mein Mann nur hingegangen? Du hast nicht meinen Ehemann gesehen, oder? Die sind irgendwie total klein, die Viecher. Also, habe ich wahrscheinlich übersehen. Wenn ich ihn sehen werde, ich denke mal, den hätte ich schon lange sehen können. Wenn ich ihn übersehen werde, dann, oder wenn ich ihn jetzt sehen werde, werde ich ihn natürlich hierher zurückbringen. So, hier müssen wir einfach nach oben klettern. Weil ich weiß, geht's auch irgendwo links rein. Oder ist da bloß ein Cave-Zeug das hier? Ah! Zeitkammer, hammer geil. Es geht nicht auf. Da ist eine Uhr. Ach, kack, war ich so langsam? Soweit ich weiß, geht diese Truhe auf, wenn ich das innerhalb von 3 Stunden hierher schaffe oder so. Oder schnell. Ich habe keine 3 Stunden bis jetzt gebraucht, oder? Nee. Boah! Ja, da ist dieser komische Gegner. Das sind diese komischen Gegner, die uns angreifen. Und der Geist, der Geist. Wie ist nämlich die Schwerkraft irgendwie komisch? Au! Da greift er mich voll an. Und wie gesagt. Würden wir Cave Story Plus spielen, hätten wir an der Stelle, an der wir in die Sandzone, wow, an der Stelle, in der wir in die Sandzone reisen können, da wäre dann der Doktor aufgetaucht und der eigentlich erst, und dann hätte er uns eigentlich auch erst die Booster gegeben. Und diese wären dann so weit entwickelt gewesen, dass es die Booster-Version 2.0 gewesen wäre. Und die ist wesentlich interessanter und auf jeden Fall nützlicher als nein, oh, als der Kack. Da hat er mir gerade mein Level weggenommen und ich bin trotzdem vor der Klippe gesprungen. Arschkuck. Da ihr seht, also irgendwie alles fliegt an die Insel hin. Die Gravitation scheint da ganz, ganz komisch zu sein. Ich meine, uns beeinflusst sie ja auch nicht. Ich frage mich echt, was in der Truhe drin ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Da ist bestimmt die Waffe drin, die ich bis jetzt noch nie hatte. Oh, er hat Angst. Oh. Ey, töte mich nicht. Ich bin ein Mensch. Ich wurde nur in einen Mimiker verwandelt. Ich bin ein Mensch, ne? Was ist das? Du bist keiner von diesen Killerrobotern? Du hast mir einen Heiden Schrecken eingejagt. Du wolltest mich also nicht erlösen. Nein, du hatte ich eigentlich nicht vor. Willst du speichern? Ja. Und mit dir will ich mit dir reden? Na komm. Ich bin Ito.
einer von den Menschen, die auf die Insel gekommen sind, um sie zu erforschen. Die Hexe Misery hat mich in das verwandelt. Ich konnte entkommen, aber schau mich an. Und jetzt sitze ich hier fest. Du bist aus... Du bist außen hochgeklettert, nicht wahr? Ich bin ein begabter Ingenieur, aber ich habe Höllenangst. Und wehe, wehe mir. Ich hätte niemals auf diese Insel kommen sollen. Da fällt mir ein, wir brauchten bei dem Teleporter, wo wir den Doktor getroffen haben, wir haben uns die schlechten Booster gegeben. Man guckt euch dieses Riesenareal an, das ist so übel. Wo uns die schlechten Booster gegeben hat. Oh, die Musik! Da gab es den Teleporter, wo dran stand, nur ein Begabter oder ein Ingenieur könnte das richten. So, da unten ist eine Tür, habt ihr schon gesehen. So, Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Au! Die werden uns alle nichts sagen. Außer die hier, denn die kennen uns schon. Oh hey. Haben wir uns nicht schon einmal getroffen? Ja, ich bin Mimigador. Jemand namens Misery hat mich geschnappt und hierher gebracht. Aber Mann, ich hasse dieses Landwirtschaftsding, glaube ich. Ich wollte gerade zur Abwechslung etwas angeln gehen. Angelst du gern? Wir sehen uns später. La, la, la. Haben wir das getriggert? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, die uns nicht kennen, die werden noch nicht mit uns reden. Da, die werden außer. Moment, der da oben, der ist anders. Das sieht man schon. Mann, immer diese Sprinkler. Ups, ich darf nicht mit Menschen reden. Ich darf nicht mit Menschen darüber sprechen, ja. Weil er hält uns auch für einen Menschen. Und ihr seht schon, die bauen hier rote Blumen an. Sehr, sehr gefährlich. Und hier sind ganz viele Häschen. Was? Bist du ein Killerroboter? Bist du hier, um uns zu töten? Nein, habe ich nicht vor. So, und wer dieses Geheimnis nicht findet, wahnsinnig schlecht. Das Ziel ist unbekannt. Willst du dann noch teleportieren? So, und zwar, wir teleportieren jetzt in eine Zone, die uns sehr bekannt ist. Unterschlupf. Ah, wer kennt's? Ich erkenn's. Und zwar sind wir Gravestone. Ja, gut. Aber, ja. Machen wir mal weiterhin. Ja, ich möchte sprechen. Vier Rang spielen. Ups, nein. ich möchte wieder zurück. Ich denke, ich werde das Spiel auch heute durchspielen. Werde ich aufnehmen. So. Und die Musik. Die Musik da draußen ist so göttlich, denn es ist, das Lied selbst heißt Cave Story und es ist, wow. Ich könnte da so schön mitsingen, weil ich, Brent of Loss, ich weiß nicht, vielleicht kennen den manche von euch. Ich kenne bestimmt manche. Hat da sogar so ein geiles Lyrics-Video-Lied gemacht, geschrieben, keine Ahnung, gesungen. So, da oben gibt's erstmal. Sehr gut. Maximale HP um 74. Sehr gut. Ich denke, es gibt so 60 HP oder so. Vielleicht auch 70. Und ich denke auch, dass es 50 Raketen zu finden gibt. Insgesamt. Also, dass man insgesamt 50 Raketen fahren kann. Irgendwie sowas, denke ich. Wo ich mich die ganze Zeit mitbringen. So, hier oben ist die Todeszone. Wenn wir da hochfliegen, sind wir sofort tot und die Dinger töten werden. Die können wir auch nicht töten. So, wir gucken jetzt einmal. Nein. Wir gucken hier rein. Und da sehen wir Gefängnis Nummer 1. Da ist Sue. Und die anderen aus dem Minigador. Oh, wie traurig sie guckt. Oh, Kackjes. Da bin ich aber ausgewichen. So, so, jetzt gehe ich hier runter. Den Anglern. Dann bin ich schon, okay. Und zu dem Angler, weil dem ist ja so langweilig. Deswegen hat er gesagt, er will angeln gehen.
Au. So, hier ist er. Ah ja, wir können jetzt im Übrigen auch unter Wasser bleiben, solange wir wollen, denn wir haben jetzt... Mein Handy klingelt im Moment.